Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch das günstigste oder zumindest ein günstiges grünes CSGO-Loadout. Wir gehen Schritt für Schritt durch, ich zeige euch alle Skins. Sneasel hat die rausgesucht, diese gesamten Skins sind auf Skinbaron am Start erhältlich. Und ich kann euch direkt sagen, vom Preis her liegen wir jetzt hier bei diesem gesamten grünen Loadout, das ihr gleich sehen dürft, bei den Waffen bei 43 Euro circa, bei den Knives 55 bis 60 Euro, also je nachdem, was man halt haben möchte, und bei den Gloves bei 50 Euro. Okay, sehr gut, let's go. Also, bedenkt bitte, dass das jetzt das günstige Loadout ist. Also, da sind jetzt halt nicht so wunderbar, super duper geile Sachen dabei, aber eben für den kleinen Geldbeutel auf jeden Fall schönes Zeug. Let's go. Zuallererst haben wir die AK-47 Emerald Pinstripe hier am Start. Extrem grün ist hier nicht, aber sie hat eben grüne Elemente, darum ein grüner Skin. Das Teil ist für um die 5 Euro erhältlich. Wie gesagt, alle Geschichten sind auf Skinbaron am Start. Also wenn ihr da einkaufen wollt, wenn ihr euch selbst genau dieses Inventory nachstellen oder nachkaufen wollt, könnt ihr das einfach auf Skinbaron machen. Als nächstes gibt es die M4A4 The Battlestar. Da leuchtet schon etwas mehr Grün durch. Dieses Olivgrün hat auf jeden Fall was. Und diese liegt bei Fieldtested ungefähr bei 3 Euro. Auch auf jeden Fall ein Schnäppel. Mit der M4A1S geht es weiter. Wir haben hier die Flashback am Stiesel. Die ist für 1,50 Euro sogar schon zu haben. Natürlich kann man ein bisschen was drauflegen und sich die ganzen Sachen auch in Stat-Track holen. Aber das ist ja jedem dann selbst überlassen. Hier geht es ja wirklich um den günstigsten Preis. Des Weiteren haben wir die AWP Ateris am Start in Valvorn für 1,50 Euro. Auch noch vollkommen im Lot. Es fällt bei der gar nicht so schlimm auf, weil es halt eben auch die Stellen sind, die jetzt nicht wirklich an dieser Schlange oder was es sein soll dran sind, sondern da außenrum. Da ist es nicht so schlimm. Für die AUG-Spieler da draußen gibt es die AUG-Chameleon. Das ist auch direkt wieder ein Redskin. Also hier sind auch mitunter eben Redskins dabei, wie man es vorhin ja auch schon gesehen hat. Also es muss nicht immer nur, weil es günstig ist, dann nur Blue-Kram sein. Und das ist an sich auch ein Skin, der auf jeden Fall gefällt. Also mir gefällt er. Ich kann mir denken, dass es nicht für alle was super, super Tolles ist. Aber ich finde ihn auf jeden Fall nice. Schönes Chameleon. Der ist aktuell bei 2,50 Euro in Fieldtested. Auch wenn sie viele nicht spielen, ist die SG553 dennoch natürlich im Loadout vertreten. Mit der Atlas, die liegt aktuell bei ja, ungefähr 10 Cent. Ist wirklich jetzt kein Hingucker, aber jetzt auch nicht absolut super duper schlimm. Es gibt hässlichere. Weiter geht's mit der Farmers Macabre. Die Totenköpfe stehen mir natürlich gut. Die ganz alten Hasen erinnern sich, früher hieß ich noch Killer 13, zumindest auf Steam. Und da hatte ich auch einen Totenkopf im Bild drin und an sich sind die nice. Die liegt aktuell bei 90 Cent in FT auf Skinbaron. Und richtig geil geht es weiter mit der Galil AR Eco. Die ist schon nice. Das ist wirklich ein schöner Galil-Skin. Also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Und vom Preis her liegt die aktuell bei 2 Euro. Also geht. Natürlich soll auch eine Scout mit im Loadout dabei sein. Da ist die Nekropos hier vorliegend. Der Preis liegt aktuell bei 10 Cent und so sieht sie auch aus. Die SCAR 20, absolute Nervwaffe in Spielen selbst. Autosnipe, man kennt es aber, der Skin Powercore geht. Geht auf jeden Fall klar. Könnte man auch auf andere Waffen draufballern, finde zumindest ich. 25 Cent aktuell bei Skinbaron. Weiter geht's mit dem Pendant zur SCAR 20 und zwar der G3 SG1 Green Apple. Der Skin ganz nice, die Waffe nicht. Kosten 10 Cent. Eine Schrotflinte darf natürlich nicht fehlen, die Limelight mit ihren extrem dynamischen Linien darauf für 30 Cent in Fieldtested. Und wo eine Sword of ist, wartet natürlich auch die Mac 7 direkt hinter der nächsten Ecke auf Banane bei Inferno. Monster Call, leckeres Teil, die liegt aktuell in Fieldtested vor in 30 Cent und die ist wirklich, wirklich schick. Also mir gefällt der Skin extrem gut. Ich spiele zwar nicht so oft die Mac 7, aber dieser Skin. Oh. Und auch die Autopump möchte gespielt werden, wird sie zwar oft nicht, aber sie möchte. Und die Ziggy ist auf jeden Fall ein passender Skin für dieses grüne Loadout. 30 Cent in Fieldtested. Und klar, die Meister der Pumps, die Nova, darf hier ganz am Ende, steht mal drauf, Forum oder was? Natürlich auch nicht fehlen. Und die Toy Soldier ist auch wieder ein Skin, der halt perfekt, der ist wirklich, wirklich absolut perfekt für dieses Thema Grün. 50 Cent in Fieldtested. Jetzt kommen wir zu den richtig schweren Geschützen. Die M249 Aztec ist am Stiesel. Und ja, Aztec kann endlich mal wieder den Mehrpool. Bin ich ganz bei euch, auf jeden Fall. Bin ich auch ganz eurer Meinung. Die liegt in 40 Cent in Fieldtested auf Skinbaron rum. Let's go! Und ja, ich weiß, die Negev hat es eigentlich nicht verdient, so einen nicht sehr schönen Skin auf sich tragen zu müssen. Gerade weil es für sie dann doch einiges gibt, was gar nicht so übel ist. Aber wir sind ja im Bereich grün und die Army Sheen ist grün. Also ran, Leute. Snackt euch das Teil, zeigt mal euer Loadout und dann geben wir an mit unseren grünen Sachen. Zum Beispiel der Alligator, Papa! Mal gucken, ob die auch in der Liste ist. Ich gehe direkt mal vor. Ja! Die ist wirklich drin, ich wusste es. Die ist hier leider. Sehr schön. Gut recherchiert, Sneasel. Perfekt für den Rush gedacht. Die MAC-10 Last Dive. Ein schöner Skin auf einer schönen Waffe.
und natürlich auch eben für den besten Rush auf Inferno oben durch Balcony gedacht. Das ist klar. Kosten 70 Cent in Field-Tested. Lecky schmecky, wobei ich doch eher zur P90 greifen würde, auch wenn sie teuer ist. Und gerade gestern hatten wir es von der UMP45 im Livestream, dass ich die ja früher immer gespielt habe angeblich. Was glaube ich aber auch stimmt, ich habe es nur wieder vergessen. Aber die habe ich scheinbar echt oft gespielt. Zwar nicht mit dem Plastikskin, weil ich glaube, der ist noch gar nicht so extrem alt. Maximal 2-3 Jahre. I think. Sicherlich aber auch nicht. Und ja, der sieht gut aus. Das ist ein schöner Skin, auch so richtig mit Bedazzlung. Nicht nur einfach Farbe drauf geklatscht und fertig, sondern da haben sich was, da hat man was im Kopf gehabt dabei. Da waren Gedanken, da waren richtige Ideen. 40 Cent in Field-Tested. Und hier folgt direkt ein Glanzstück. Ist wirklich ein schöner Skin. Die MP5 SD Phosphor. Für 3 Euro. Für 3 Euro erhältlich in Field-Tested. Und das ist wirklich ein Teil, den man als MP5-Fan oder Spieler auf jeden Fall, also den Skin sollte man auf jeden Fall besitzen. Das ist ein nices Ding. Auf, komm. Und natürlich wussten die MP9-Freunde direkt, welche Waffe hier, oder vielmehr welcher Skin hier an den Start kommt. Und zwar die BioLeak. MP9 ist schon ein leckeres Teil. Also der Skin ist nicht so, aber die wird bei uns im Moment richtig, richtig, richtig oft gespielt, wenn es um MP-Ghost geht. Ich weiß, dass die, Gretel kam gestern mit den ganzen Statistiken, dass die halt super auch dafür gedacht oder die ist super dafür gemacht, mit der richtig reinzuschwitzen. Aber irgendwie habe ich da noch nicht so ganz das Feeling für das Teil. Da auch wie immer P90 auf jeden Fall. Und diese holt man sich am besten in Field-Tested für 5 Cent. Für 70 Cent könnt ihr euch diese Chemical Green PB Bison aneignen. Auch natürlich hier optimal für das grüne Inventory. Bei der MP7 haben wir hier den Motherboard-Skin ausgewählt. Den gibt's für 10 Cent sogar in FN. Abzugreifen. Let's go. Und endlich sind wir bei ihr angekommen. Meine, ich sag mal, Lieblingswaffe, fast Lieblingswaffe, die P90 mit dem Grimm-Skin drauf. Das Teil kostet 7 Cent in Field-Tested. Ich mache euch übrigens die ganze Zeit auch schon die richtige Wear auf. Also ich mache euch jedes Mal Field-Tested oder FN oder sonst was auf, wenn ich euch die Sachen hier zeige, dass ihr auch direkt sehen könnt, wie das dann aussieht. Also ich mache nicht durchgehend FN oder so Schotter auf, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. 7 Cent, wie gesagt. Let's go. Und ja, hier ist sie, die P250 See Ya Later Alligator. Mal wieder ein absolutes Glanzstück und auch einen Redskin in dieser doch günstigen Liste. 3 Euro in FT. Wir sind nun bei der USPS angekommen. Hier ist es natürlich, wie soll es auch anders sein, die Flashback. Hier draufgezogen auf die Wumme. Sneaky Beaky, Lock and Load, Get Some und so weiter und so fort. Schönes Teil. 50 Cent in Field Tested. Gönnt's euch. Und ja, für alle Merkwürdigen da draußen, die anstelle der USPS die P2000 spielen, gibt es natürlich auch noch einen Skin und zwar die Turf. Und der sieht wirklich gut aus. Das ist auch ein schönes Teil. Kann man sich überhaupt nicht beschweren. 10 Cent in Field Tested. Die Terroristen müssen sich leider mit einem nicht so schönen Skin zufrieden geben, und zwar der Groundwater. Da habe ich ja noch so ganz kleine Flashbacks an die anderen Groundwater, an die, Tech-9 sind die ja auch dabei. Nee, zum Glück, Sneasel, zum Glück ist hier nicht noch Tech-9 Groundwater dabei, da wäre ich komplett lost gegangen. 3 Euro ist das Ding trotzdem wert, man will es gar nicht glauben. Und auf diese Schmach folgen die royalen Konsorten. Sehr geile Dinger, also wirklich sowas. Ich glaube, so eine Wumme würde ich mir tatsächlich, wenn ich ein Drogendealer wäre, aufhängen. Bei mir so im Büro oder was halt Drogendealer haben. Haben die überhaupt ein Büro? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben die einen Tisch voll mit Koks, aber halt. Ja, ist vielleicht doch ein Büro. Die würde ich mir auf jeden Fall über meinem Kokstisch aufhängen. Oder vorne dran, wenn er vorne zu ist. Beide so. So irgendwie. So richtig nice. 70 Cent Minimal Wear. Und ja, auch die 5'7 möchte mit einer Haut bespannt sein. Und sie hat den Jungle abbekommen. Ist jetzt halt so, wie es ist. 70 Cent in Field Tested. Und hier noch ein richtiges Schmankerl. Tech-9 Bamboozle. Ich spiele ja sowieso extrem gerne Tech-9. Und der Skin Bamboozle ist auch, der ist auch wirklich nice. Das ist jetzt Field-Tested, 20 Cent. Das ist nice. Gut, warte, gehört das dazu? Ich dachte gerade, da ist ein Sticker drauf, aber nee. Das ist tatsächlich da drauf. Wunderschönes Teil. Vor allem auf der anderen Seite wäre auch irgendwie merkwürdig, ne? Und die nicen Skins halten sich. Es geht weiter. CZ75 Auto Eco, 45 Cent. Ja, super Ding. Also, sieht einfach schön aus. Und zu guter Letzt kommt bei den Waffenskins noch die Desert Eagle Midnight Stormer an den Start. Die kostet 10 Euro, aber es gibt halt sonst irgendwie nichts Passenderes für ein grünes Loadout. Darum legt man hier eben nochmal ein bisschen mehr hin. Aber wie gesagt, bis jetzt ist dieser Haufen an Skins, den ich euch gezeigt habe, 43 Euro ungefähr wert. Und ja, das ist ja schon mal gar nicht so übel. Weiter geht's natürlich mit möglichen Knives und eben ein paar Handschuhen. Bei den Messern gibt es eine gewisse Auswahl, und zwar haben wir hier 4 Knives, oder hat Sneasel für euch hier 4 Knives rausgesucht.
und ich zeige dir einfach Stück für Stück. Das steht für 55 Euro in der Liste. Ich habe es aber eben schon für nur 50 gesehen. Natürlich ist es so, dass ihr auf Skin Baron oder auf jedem anderen Markt eben schauen müsst, was gibt es halt gerade, was ist gerade im Angebot, denn derjenige, der es verkauft, der hält sich ja nicht in unsere Liste, sondern macht eben die Preise so, wie er möchte. Aber natürlich hält sich auch dieser jemand so ungefähr eben an das, was halt gerade vorherrscht. Und diese Preise, die wir euch geben, sind eben die, die im Mittel so halt gerade liegen. Also dieses Knife Forest DD-Pad gibt es für ungefähr 55 Euro eben bei Skin Baron zu snacken. Und das kann man schon machen, wobei das ja nicht meine Knife-Wahl wäre. Ein weiteres Natasha Knife Boreal Forest, auch für 55 Euro. Da kann man natürlich schauen, welches einem davon eben oder von den beiden eben gezeigten besser gefällt. Es gibt jetzt gleich noch zwei Gut Knives und ja, je nachdem wie die Entscheidung eben fällt, Navaja oder Navaja. Oder eben Gut Knife kann man sich dann entscheiden. Hier kommt das angesprochene Gut Knife, das allererste, und zwar das Forest DD Pad. Und ihr werdet es nicht glauben, das nächste ist auch nochmal dann ein Borealis Forest Gut Knife. Zeige ich euch noch. Das hier liegt bei ungefähr 60 Euro. Ist ein bisschen teurer, das Knife, das aber jetzt kommt. Also das Forest liegt wiederum bei nur 55 Euro. Da kann man halt gucken, was gefällt mir am besten und wie ist es eben auch vom Preis. Ne? Ich meine, 5 Euro sind 5 Euro, die man da nun mal spart. Beziehungsweise, wenn man bei dem Navaja nochmal reinguckt, das war ja sogar nur für 50 drin. Und wenn man noch ein bisschen deeper reinguckt und die Preise im Auge behält, könnte man da auch noch etwas günstiger gehen. Also könnte passieren. So viel zu den Knives. Jetzt kommen noch die Handschuhe. Da ist ein paar Handschuhe am Start für 50 Euro. Und zwar die Driver Gloves Racing Green. Also, wer hier komplett grün reinschüsseln will, kann sich eben genau die angesprochenen Dinge holen. Und dann ist das günstige grüne Loadout am Start. Natürlich kommt im nächsten Loadout-Vorschlag, Zeige-Video auch nochmal dann eben ein teureres, aber dennoch noch erschwingliches grünes Loadout. Wobei in dem Fall bezahlbar schon heißt, dass es, also man muss schon einiges an Geld reinpfeffern, dass man da wirklich, ist halt dann einfach das teurere Loadout in grün. Vielen Dank dann soweit fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Wenn ihr Skins haben wollt, Leute, dann kommt in die Streams, denn da gibt es immer wieder Giveaways mit Skins und auch welchen, die nicht nur grün sind. Also rankommen, meine Damen und Herren, rankommen. Ja, also wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Haut rein, bis dann, ciao, ciao. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.